Hi und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Linda Gleisner Art. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie ich Gio, die Wassersäule, aus Demon Slayer zeichne. Wie schon bei meiner letzten Zeichnung, das ein Fanart von Glurak war, verwende ich auch hier wieder das Papier, das ich neu habe, also das von Delita, ich weiß leider immer noch nicht, wie man es ausspricht, auf jeden Fall das Alkoholmarkerpapier, das eben für Alkoholmarker geeignet ist, aber dieses Mal verwende ich auch deutlich mehr Luminance-Buntstifte mit dazu. Zum einen einfach, weil Gio ein Charakter ist, der sehr viele verschiedene Farben aufweist. Und zum anderen, weil ich einfach viel, viel lieber mit Buntstiften arbeite. Ich komme dadurch viel besser an mein Ziel und das Zeichnen an sich macht mir einfach viel, viel mehr Spaß. Manchmal habe ich so eine Art Streit in meinem Kopf mit mir selbst über das Thema Buntstifte und Alkoholmarker. Denn ich weiß, dass viele Leute, die so im Anime-, Manga-Bereich zeichnen, ganz, ganz gerne mit Alkoholmarkern arbeiten und nicht wie ich eben mit Buntstiften. Und ich werde auch ganz, ganz oft von euch darauf angesprochen, ob ich auch mit Alkoholmarkern arbeite, beziehungsweise mit welchen Alkoholmarkern und ob ich vielleicht auch einfach mal nur ein Bild mit Alkoholmarkern alleine malen kann. Und dadurch fühle ich mich dann unter Druck gesetzt. Ich mache mir dann selbst den Druck und möchte mir selbst quasi beweisen, dass ich das auch kann. Und dann nehme ich mir das auch fest vor. Für das nächste Bild verwende ich weniger Luminanzstifte und male das Ganze nur mit Alkoholmarkern. Und dann beginne ich das nächste Bild und bin einfach so gar nicht zufrieden mit Übergängen oder den Farbnuancen, die ich zur Verfügung habe und denke mir nur die ganze Zeit, beziehungsweise sehne mich die ganze Zeit nur nach den Luminance-Buntstiften, denn ich wüsste genau, welche Farben ich verwenden müsste, um das Ganze noch ein bisschen besser zu machen oder zu verbessern, Übergänge flüssiger zu machen oder die Farben noch ein bisschen so, wie ich sie eben haben möchte. Für mich ist das Zeichnen ohne Luminance-Buntstifte fast so, als würde ich euch sagen, kocht das beste Gericht dieser Erde und verwendet die besten Gewürze, die es so gibt, verzichtet aber auf das Salz. Wenn das Salz in einem Gericht fehlt, schmeckt es einfach nicht so gut und genauso ist es mit mir und meinen Zeichnungen. Wenn die Luminance in meinen Zeichnungen fehlen, dann sieht es einfach nicht so gut aus, wobei ich sagen muss, dass die Luminance nicht nur eine kleine Prise sind, sondern sie übernehmen den Großteil der Arbeit. Also mit den Luminance-Buntstiften mache ich den größten Teil an einer Zeichnung und ich glaube einfach, das wird vorerst auch immer so bleiben. Also auch wenn ich jetzt extra ein Papier für Alkoholmarke habe und gerne wieder mit denen arbeite, zur Abwechslung mal, wird es wahrscheinlich nie ein Bild geben, das ich ohne Luminance male. Das Einzige, das ich mir noch vorstellen könnte, ist, dass ich vielleicht mal neue Buntstifte ausprobiere und diese mir auch sehr, sehr gut gefallen. Aber dann ist es ja trotzdem immer noch ein Buntstift, den ich damit dazu verwende. Es gibt da zum Beispiel die Holbein-Buntstifte. Ich bin mir nicht genau sicher wegen der Aussprache, wie immer. Ihr kennt das. Diese Stifte sind sogar noch teurer als die Luminance-Buntstifte und deswegen habe ich mich da bis jetzt nicht dran getraut, weil der Preis einfach so abschreckend hoch ist und ich ja eigentlich zufrieden bin mit den Luminance-Buntstiften, aber ich bin mir sicher, ihr kennt das. Man möchte irgendwie immer neue Sachen ausprobieren, neue Materialien testen, in der Hoffnung, dass man etwas noch Besseres findet. Es gibt auch noch eine andere Option, in der ich mir vorstellen könnte, Bilder ohne Luminance-Buntstifte zu machen, aber da würde ich dann auch andere Motive zeichnen. Und zwar reizt es mich schon sehr, sehr lange, mal so ein paar Gemälde zu erstellen, in denen man Landschaften sehen kann, so à la Bob Ross. Ich würde vielleicht nicht ganz so farbenfroh arbeiten wollen und eher so düster und dunklere Töne wählen wollen und eher so nebelige Wälder und verschneite Berglandschaften malen wollen. Aber das ist eine Art und Weise zu malen, die mich sehr, sehr reizt und deren Ergebnis mir auch persönlich sehr, sehr gefällt. Und das wäre eben so eine Option mit Öl oder vielleicht auch mit Acryl. In der Regel macht man es aber mit Öl, da zu spachteln, zu malen, zu punkten und kleine Happy Little Trees zu erstellen. Wie ihr sehen könnt, sind wir jetzt bald am Ende der Zeichnung angelangt und ich bin jetzt gerade noch am Hintergrund malen, der natürlich auch noch ein bisschen Glowing in the Dark Farbe am Ende bekommt, zeige ich euch natürlich wieder. Und ich kann euch schon mal einen kleinen Spoiler geben, die nächste Zeichnung wird wieder eine Hashira werden und dieses Mal habe ich mir fest vorgenommen, die beiden fehlenden Hashira noch zu zeichnen, denn ich habe mir vor circa einem Jahr eigentlich vorgenommen, alle Hashira zu zeichnen und das habe ich nie umgesetzt, denn es fehlen immer noch zwei Hashira. Gio hatte ich eigentlich schon gezeichnet, die Zeichnung hatte mir aber nicht so gut gefallen und deswegen habe ich ihn jetzt nochmal gezeichnet und ich bin natürlich mit dem Ergebnis viel, viel mehr zufrieden. Aber zwei Hashira fehlen einfach noch, also die habe ich immer noch gar nicht gezeichnet.
Eine davon ist Sanemi und den zeichne ich als nächstes. Den wird es also im nächsten Video dann geben. Und jetzt zeige ich euch natürlich noch das fertige Ergebnis von Gio. Ich habe dafür ungefähr 8,5 Stunden gebraucht. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich dachte, das geht schneller, denn ich habe dieses Mal nur auf DIN A4 gezeichnet. Deutlich kleiner als die Bilder, die ich sonst so zeichne. Und da hätte ich damit gerechnet, dass ich eigentlich ein bisschen schneller bin, aber dem war dann irgendwie doch nicht so. Hier könnt ihr jetzt dann auch noch mal den Glowing in the Dark Effekt sehen. Leider kriege ich den immer mit der Videokamera nicht so gut eingefangen. Das Leuchten wirkt einfach total anders, wie wenn man das Bild in Händen hält. Die Farbe wirkt ein bisschen anders und die Kamera hat natürlich auch ihre Schwierigkeiten im Dunkeln zu filmen. Nichtsdestotrotz, ich hoffe, man erkennt es ganz gut und dann hoffe ich, dass wir uns bei meinem nächsten Video wiedersehen. Macht's gut, bis dahin, eure Linda.